Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und wir machen jetzt heute mal ein sogenanntes Unboxing eines alten Opel GT Revell von Revell aus Level 3, eine ältere Version. Und jetzt hole ich euch mal wieder ran. So, wir schauen uns den GT mal an. Wie gesagt, Opel GT von Revell, schon eine ältere Version. Aus welchem Baujahr das ist, weiß ich leider nicht. Das steht jetzt leider hier nicht mit drin. Level 3 die Version. Steht hier drauf, von Revell. 1 zu 32. 21 Parts sollen es sein, 13,8 cm lang. Und ein Freund hat mich gebeten, dass ich den für ihn fertig baue. Und packen wir mal aus. So, also leer. So, dann schauen wir mal, was wir hier drin haben alles. Hier haben wir einmal die ganzen Wasserschiebebilder. Ich hoffe, die funktionieren noch einigermaßen. Also beim letzten Modell vom Gran Torino hatte ich ein bisschen Probleme, weil die sehr knochig waren, die Bilder. Schauen wir mal, ob wir damit was entsprechend hinbekommen. Dann, so wie es aussieht, haben wir hier erstmal die Sicherheitswarnhinweise, nicht für Kinder. Hier haben wir die Anleitung. Mit den ganzen entsprechenden Bildern, was hier geklebt werden muss, wo geschnitten werden soll. Aber ich glaube, das kennt ihr alles. Hier sind die ganzen einzelnen Parts drauf, die Farben. Räder, die Reifen, die Karosserie, Unterbauteil, Sitze, Scheiben und Felgen, Lenkrad. Hier haben wir die Reihenfolge mit entsprechenden auch Dekors. Und hier haben wir die letzte Seite, wo die ganzen Dekors erklärt sind, wo sie aufgesetzt werden sollen. Gut, schauen wir uns jetzt mal die Karosserie an. So, im Allgemeinen, hier oben sind schon mal ziemlich viele Kratzer drauf. Wie gesagt, das ist ja auch ein altes Baumodell. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier die ganzen kleinen Kratzer hier. Sehr viel Grat dran. Hier vorne sieht man das hier. Hier an den Spritzguss ist nicht weiter schlimm. Es geht eigentlich einigermaßen. Hier haben wir Halter drin für die Karosserie, für die Innenleben. Dann haben wir hier die Reifen aus Gummi. Auch eine ganze Menge Grat dran, ne? Eine Menge zu tun. Hier sieht man das auch. Und hier von innen einmal sieht man das. Uiui. Ja, hier haben wir die Spritzgussteil für die Felgen, Lenkrad, Stoßstangen vorne, hinten. Sehr viel Grat dran, auch am Lenkrad. Sieht man ja auch hier. Dort auch hier. An den hinteren Stoßstangen sehr viel Grat dran. Da ist eine Menge zu tun, dass man das halt alles ein bisschen ordentlich macht. Also eigentlich ist man das von Revell nicht so richtig gewöhnt, dass es so aussieht. Dann haben wir hier die Scheibe. Ja gut, okay, das geht einigermaßen. Die ist recht sauber von den Ecken. Muss man erstmal den Rest befreien, aber so sieht die sehr gut aus.
mal gleich wieder einpacken, damit es nicht gleich wieder so zerkratzt. So, dann haben wir hier den nächsten Spritzgussteil. Das ist der Innenraum und der Chassis. Sitze und Armaturenbrett. Und das sieht hier aus wie die Ringe für die Felgen, die wahrscheinlich dann auch vielleicht in Chrom gemacht werden. Spritzgussteil gehen einigermaßen, Armaturenbrett hat ziemlich viel, man sieht hier, ziemlich viel dran hier, Grad, muss ordentlich gemacht werden, also für ein Level 3, naja, habe ich schon bessere Modelle gesehen. Aber wie gesagt, ist ja ein älteres Modell. Mal sehen, was man sich daraus entsprechend macht. Jo, das war erstmal das Unboxing. Werde in den nächsten Tagen dann noch erstmal weiterarbeiten und gucken, was sich da... Jo, das war's erstmal. Schauen wir mal, was wir aus dem Auto machen können. Habe auch gerade gesehen, ob das hier der Preis mal war von 9,99 € oder 9,99 €. Ich glaube 9,99 €, verzeiht. Ob das der war, wird man sehen. Jo, demnächst folgt das nächste Video, den Bausatz, wie ich den zusammenbaue, wo entsprechend auch lackiert wird. Und achso, ich habe mir noch in der Facebook-Gruppe, und zwar geht es auch um diese Chromteile, die hier sind, habe ich mir den, wie heißt er hier, Molotov Liquid Chrome geholt. Den werde ich dann auch mal ausprobieren und werde euch dazu auch ein entsprechendes Video bringen. Einmal in, wir haben hier in drei verschiedenen Größen. Das ist hier die Größe, ja, irgendwo stand das hier, 1 mm, 2 mm, 4 mm und dann hier das sogenannte Nachfüllpack. Da werde ich dann auch noch mal ein Video machen, um zu sehen, wie halt wirklich dieses auf dem Kunststoff hier hält, wie es aussieht, ob es wirklich den richtigen großen Chromeffekt, wie viele erzählen in der Facebook-Gruppe, ob es den das wirklich gibt, ergibt den ganzen Sachen. Okay, das war's erstmal und werde demnächst noch, wie gesagt, ein neues Video machen, wo entsprechend ich den GT baue. Und das, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, und wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.